Bonjour und willkommen in Frankreich. Wir fahren heute mit dem TGV Duplex in dieser blauen Atlantik-Lackierung. Und sind hier in Avignon und fahren heute nach Marseille. So, mal gucken, ob ich das mit dem Aufrüsten hinbekomme. Ich bin guter Dinge. Das klang schon mal in Ordnung. So, Fahrgasttüren sind offen. Müssen wir hier hinten irgendwas machen? War da nicht was? Das ist, glaube ich, schon an, ne? Ja, das passt, glaube ich, soweit. Also Batterie ist auf jeden Fall an. So, Circuit Breaker. Moment, also Pantograph ist auf jeden Fall noch unten. Pantograph Mode LGV ist richtig, weil wir hier auf der LGV sind. Dann kann der Pantograph jetzt gehoben werden. Hast du den oben? Ja, hast du. Sehr schön. Dann kann jetzt der Hauptschalter und Rearmed Circuit Breaker. War das nicht auch so? Armed. So, Türen zu. Machen wir so noch kurz ein bisschen Licht an. So, wie war das hier mit den Bremsen? Ja, 100. Ja, wir fahren, keine Sorge. Das sind die ganzen Lichter. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Geschwindigkeitsvorwähler auf die 170. Okay, dann nicht. Bremsen lösen. Das muss auf die 5 Bar. Den Bremstest sparen wir uns jetzt mal. Zumal ich den eh nicht kann. Die Lichter müssten jetzt schon automatisch. Ja, das passt. Und dann müssten wir eigentlich fahren können, oder? Nein, Power Handle ist noch off. Warum? Weil der Fahrtrichtungswender in Vorherstellung noch kommen sollte. Moment. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ah, den Driving Mode habe ich vergessen. Manual Control Selected Speed. Bremsen sind gelöst, jetzt geht's ab. Ja. Oder? Ich hoffe nicht, dass wir einfach nur rollen. Nein, wir fahren. Gut. Perfekt. Wo konnten wir denn noch gleich die Instrumentenbeleuchtung anmachen? Taillights, warst du das? Nee, ich glaube, das war was anderes. Gauge Lights. Genau. Mit diesen Lichtern kann man nicht gerade viel sehen, ne? So, das ist auf jeden Fall die hellere Einstellung. So, 300 dürfen wir fahren.
dann fahren wir auch mal die 300. Unser Kollege war das. So, Aix-en-Provence in 65 Kilometern. Ja, endlich ein anderer Hochgeschwindigkeitszug als der ICE. Also einer, der in dem 300 km/h Bereich fährt. Das ist schon cool. Also brauche ich überhaupt gar nicht den Kauf. Der TGV ist einfach ein wunderschöner Zug. Ja, genau. Wir sind unterwegs mit dem TGV in Duplex. In dieser Atlantique-Markierung. Und zwar in Doppeltraktion. Das sind zwei verschiedene Repensive-Dings, ne? Hier ist das Blau nicht ganz so schön, muss ich sagen. Aber dieses Blau ist perfekt. Ja, der TGV Duplex wurde ursprünglich tatsächlich gebaut, um die Kapazitäten auf der überlasteten Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Paris und Lyon erhöhen zu können. Gibt es auch verschiedene Varianten. In Deutschland zum Beispiel fährt der Euro-Duplex, während wir hier den Duplex-Réseau, glaube ich, fahren. Wir dürfen 320. Wahnsinn, diese Geschwindigkeiten. Genau, Vmax des Zuges ist 320. Und mittlerweile sind tatsächlich im frühen französischen Hochgeschwindigkeitsnetz zum allergrößten Teil die Duplex-Züge unterwegs. Es gibt ja auch noch die einstöckigen TGVs, aber die bringen mittlerweile weniger Last, weniger Fahrten als der Duplex. Wir haben eine Sitzplatzkapazität von 545. Das ist ordentlich und fahren ja Doppeltraktion, heißt also, wir können theoretisch gerade über 1000 Personen gleichzeitig befördern, was schon eine wahnsinnig große Zahl ist. Also 1000 Personen, wow. Wahnsinn, diese Geschwindigkeiten. Wow, wir haben auch um die 40 FPS. Bei einer Geschwindigkeit von 320 km/h ist das schon, ja, nicht schlecht.
Ich denke mal, vor dem Rush Hour Update hätte ich also 30 FPS hier gehabt. 35 vielleicht. Und jetzt sind wir bei stabilen 44, 43, ja, kleinere Einbrüche. 44, 45. Ja, nicht schlecht. Ja, wir fahren bei etwas nebligen Witterungsbedingungen heute. Die Sicht ist nicht perfekt. Bäume sind tatsächlich dreidimensional, ne? Wahnsinn. Gut, man merkt halt, ups, unser Zug ist schon weit weg. Also das erkennt man nicht so gut aus dem Führerstand heraus, weil immerhin fährt man ja mit 320 km/h hier gerade lang. Aber die Szenerie drumherum ist halt natürlich nicht ganz so detailliert ausgestaltet. Aber ich finde, das muss sie auch nicht sein bei einer Hochgeschwindigkeitsstrecke. Da kommt es dann teilweise doch auf anderes mehr an. Gut, was ich jetzt nicht so cool finde, ist, dass dieser Zaun hier links ins Bild hineingerendert wird. Das sah etwas komisch aus. Aber das wäre mir jetzt so krass auch bisher noch nicht aufgefallen im TSW, außer jetzt bei genau diesem Augenblick. Und dieses Geschwindigkeitsgefühl ist aber schon. Da kann Formel 1 einpacken, ne? Also F1 2020, 2021, was auch immer, kann da schön sich hinten ranstellen. So ein TGV, da muss man erstmal rankommen. Okay, gut, ein Formel 1-Wagen kann innerhalb weniger Sekunden auf 300 km/h beschleunigen. Aber kann dann exakt eine einzige Person mitnehmen und wir haben dann ungefähr das Tausendfache an Kapazität. Also, tja. So, nur noch 34 Kilometer. Die Kilometer purzeln hier nahezu runter. Was ich mich natürlich sehr frage, ist, ob wir irgendwann nochmal eine TGV-Strecke erleben werden. Denn soweit ich weiß, hat Dovetail Games im Train Simulator diese Strecke noch erweitert. Mit dem Abschnitt Rond Alpin oder wie auch immer man es ausspricht. Also im Grunde genommen eine Streckenerweiterung zu genau dieser Strecke, die es dann im Train Simulator schon mal gab. Und ich glaube, weitere französische Strecken sind mir jetzt gerade nicht bekannt. Warum bremsen wir denn? Achso, gut. Es geht gerade mit 3,5% aufwärts. Oh ja, hier geht's ordentlich aufwärts. Ja, ne, stellt sich die Frage, ob irgendwann. Irgendwann dann nochmal weitere französische Strecken kommen werden. Obwohl ich mit der elektrischen Bremse reingehe, werden wir schneller. Meine Güte. Da merkt man mal, die Fliehkräfte sind der Wahnsinn. So, Bremse wieder gelöst. Wir können auch natürlich den Speedometer hier mal einstellen auf die 300.
so, noch 17 Kilometer. Generell bin ich einfach sehr gespannt, was nach Rush Hour kommen wird im Train Sim World. Also Dresden-Riesa plus, minus. Dresden-Riesa, da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird ja, das kommt ja demnächst irgendwann raus. Und dann stellt sich halt natürlich die Frage, welche deutsche Strecke kommt danach? Oder kommt vielleicht mal eine österreichische? Wer weiß. Würde ich mir auch sehr wünschen. Wobei ich nach wie vor mir am ehesten Köln-Koblenz vorstelle. Und neulich in einem Stream wurde auch gesagt, dass ja nach wie vor die TG sehr stark eingeschränkt ist durch die Pandemie, verständlicherweise. Und man eben nur sehr schwer rausgehen kann, um Daten zu sammeln. Heißt also, sie werden vermutlich... Warum bist du schneller? So. Du bist immer noch schneller. Auch mit 2% Backup. Okay, wir haben also die 300 blinkt. Ich weiß jetzt nicht, was das heißen soll. Auf wie viel wir runter müssen? 270, glaube ich. Ja, wir werden schon wieder schneller. Ja, 270. Also da gibt es ja so ganz bestimmte Stufen. So, 270 blinkt, das heißt, wir müssen jetzt runter auf 240. 230. Wo 30 blinkt, das heißt, wir müssen jetzt runter auf 200, denke ich mal. Genau. 200 blinkt, dann müssen wir jetzt runter auf, jetzt muss ich raten, 170. So, 3 Kilometer noch. 170 blinkt, dann runter auf... Sind das immer 30er Schritte? 140? Zwei Kilometer noch. Wir lassen jetzt mal rollen. Beziehungsweise versuchen so viel wie nur möglich mit der elektrischen Bremse zu bremsen. Und wir haben Halt zu erwarten in 1,5 Kilometern. Bremsen, damit wir mit 60 ungefähr am Bahnsteig anfangen sind.
Wir müssen noch ganz bis zum Ende durch. Madame les Messieurs. Bonjour in Aix-en-Provence. Oder wie auch immer man es ausspricht. So, Türen öffnen. Ja, was ich noch im Begriff zu sagen war, es stellt sich natürlich die Frage, welche Strecke danach kommt. Und ich wünsche mir persönlich immer sehr Köln-Koblenz. Das wäre so meine Traumstrecke hier im Transomworld. Lichter sind an, ne? Ja, sieht sehr gemütlich aus. Waren wir eigentlich pünktlich? Ja, ziemlich. Nicht schlecht. Okay. Türen zu. Das sieht gut aus. Ja. Aber das finde ich schön, dieser Führerstand, der biebt und bingt und macht und tut, und das finde ich echt schön. Hier wird man richtig unterhalten. So, wir dürfen auf die 170 hoch. Aha, interessant. Also wenn wir hier was einstellen, obwohl das gar nicht den Geschwindigkeitsbereich triggert, der für uns relevant ist, gibt es trotzdem eine Änderung des Fahrverhaltens. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal die Power weg und ändern jetzt hier was. Ja, dann passiert nichts. Gut, das ist sicherlich angenehmer für die Fahrgäste, wenn man die Power rausnimmt. Und dann erst gewisse Änderungen durchführt. Panne. Mhm. 270. 270, die blinken. Heißt das also 240 ist zu erwarten? Oder was soll mir das sagen? Wie hier steht? Hm. 230 zu erwarten. Quatsch, gar nicht. 230 blinkt, heißt also 200 zu erwarten. Also das bedeutet dann im Grunde genommen, 230 sind gerade freigegeben, aber als nächstes ist dann 200 zu erwarten in einem gewissen Abstand, den ich nicht kenne. Ein Abstand, der ausreicht, um 30 km/h langsamer zu werden. Ich nehme mal besser Licht an, damit ich gleich weiß, was wir hier drin machen. Obwohl das ohne Licht halt schon schöner ist, ne?
Power Changeover Location. Ja, da bin ich schon gespannt, ob das funktionieren wird. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was man machen muss. Sind frei hier. Schade, uns ist kaum bisher ein Kollege entgegengekommen, ne? Power Changeover Location, 3 Kilometer noch. 160, ja. Warum machst du das denn nicht automatisch? Perfekt, jetzt haben wir es ausbalanciert. Sofern sich hier nichts ändert. Aber Fahrstufe 7 bei 2,5 abwärts heißt, dass wir irgendwie die Geschwindigkeit halten können bei 160 km/h. So, jetzt wird es langsam ernst. Power Changeover. Machen wir hier das Licht an. Brauchen wir doch nicht. So, was jetzt? Ja. So, wie war das? Also, Power Handle ist off, Circuit Breaker off, Rearm Circuit Breaker, glaube ich, Pantograph runter, im Modus M? War doch M, oder? Ich glaube schon. Jetzt Pantograph wieder hoch und zack, zack. Geklappt? Nee. Ist denn unser Panto? Ja. Ist das der Richtige? Weiß ich nicht. Können jedenfalls keine Leistung. Ach, Moment. Hier, Driving Mode, Manual Control. Okay, das war's auch nicht. Schade. Dann nochmal. Ach nee, Moment, das war doch erstmal so. Zack. 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 Pantograph runter. Jetzt den Pantographen auf. Das war doch M, oder? Oder war das C? Ah, ich weiß es nicht mehr. Pantograph normal. Ist oben. Ja, wir sind viel zu schnell.
Ja gut, wir können uns in den Bahnhof hineinrollen, so dass das kein Problem, das wird schon klappen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, ne? Was war denn da noch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eieiei. Dass wir hier nicht entgleist sind. Grenzt an ein Wunder. Jetzt haben wir wenigstens genug Zeit. Ach, hier sind noch ein paar Repaints übrigens installiert, ne? Also, falls es jemanden interessiert. Also, das ist ein Repaint hier, dieses Uigo. Und das ist der, glaube ich, der normale TGV, der mitgeliefert wird. Moment, dann ist das vielleicht gar nicht. Nehmen wir den wieder runter. Ich möchte das jetzt herausfinden. Wir rollen ja immer noch mit 8 km/h. Und dann ist das der Modus C. Und jetzt den Pantographen wieder. Rescue Local. Ne, auf N. Aha. Jetzt ist nämlich der andere Panto oben. Fahrtrichtung ist, wenn das immer noch in Vorwärtsstellung. Circuit Breaker armed. Oh. Hat ja lang genug gedauert. ja. Ja, irgendwann muss man es ja lernen, ne? Also dieses eine Tutorial, das merkt sich doch kein Mensch. Was war denn jetzt? Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Lag es jetzt tatsächlich hier dran, dass es auf DC-Modus ist? Vermutlich, ne? Also jetzt können wir auch wieder die elektrische Bremse nutzen. Aber schön, dass da wirklich die unterschiedlichen Pantographen hochgehen. Also, dass das wirklich, glaube ich, vergleichsweise realistisch umgesetzt worden ist, das ist echt cool. So, Türen rechts auf. Dann gucken wir uns mal ein bisschen hier im Bahnhof um. Entraîneur. Pour votre sécurité, l'accès est interdit. Ja. Keine Ahnung. Ein Snackautomat. Sehr schön. Ja, Marseille. Echt schöner Bahnhof. Wow. Arrivé. Sehr schön. Also wir fahren nach Paris, Gare de Lyon. Der Zug fährt ebenfalls dahin. Was ist mit dir? Wo fährst du hin? Avignon. Paris. Ach, hier sind noch mehr Gleise. Ach, das hier halten bestimmt die Regionalzüge. Oder? Nee, auch nicht. TGV. TGV. Wo? Was ist hier mit euch? TGV nach Nizza. Ihr hört gar nichts. Attention. Und hier ist auch nichts. Da vorne auch nichts. Aber schöner Bahnhof, oder? Okay, unsichtbare Mauer.
Billeterie. Regional. SNCF. Nein, noch nicht. Möchte mich hier erstmal noch ein bisschen umgucken. Und schlecht Französisch sprechen. Was haben wir hier vorne? Da ist der Eingang. Noch mehr Automaten. Noch mehr Snackautomaten. Ja, hübsch, hübsch, hübsch. Der Bahnhof gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Machen wir noch ein paar hübsche Fotos. Fällt mir hoch. Wir sind im Gleis. Hallo? Ach, ein Glück. So, dann. Oha. Dann zurück in den Zug. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr Spaß hattet und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.